Der ehemalige US-General Norman Schwarzkopf ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in Tampa in Florida. Ins weltweite Rampenlicht trat Schwarzkopf im Zweiten Golfkrieg, als er mit einer Koalition internationaler Streitkräfte die Truppen des damaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein aus Kuwait vertrieb. George Bush Senior, der während des Golfkriegs US-Präsident war, würdigte den Toten nun als einen der großen Militärführer seiner Generation. Verteidigungsminister Leon Panetta nannte den General einen brillanten Strategen. 1991 leitete der Vietnam-Veteran Schwarzkopf die sechswöchige Operation Wüstensturm gegen Saddam Husseins Truppen. Der Krieg, der mit dem Rückzug des Irak aus Kuwait endete, kostete rund 400 Koalitionssoldaten und vermutlich mehrere 10.000 irakische Kämpfer das Leben. Schwarzkopf, der einen deutschen Großvater hatte, war im Vietnamkrieg mit Tapferkeitsmedaillen ausgezeichnet worden. Er starb nun an den Folgen einer Lungenentzündung.